jetzt hier in Hongkong die längste Meeresbrücke der Welt. China baut Stromnetze, Deutschland redet nur darüber. China mit Rekordinvestitionen in Solarenergie. Das sind nur drei Schlagzeilen der vergangenen Wochen und Monate, wenn es um die Wirtschaft und um die Infrastruktur im Riesenreich geht, mal abseits vom schwelenden Handelsstreit mit den USA. Wir reden jetzt über dieses Thema mit Geng Junwu, Geschäftsführer der Pateo Investments GmbH hier in Hongkong. Schön, dass wir uns hier treffen können. Mit welchen Gedanken sind Sie denn in Ihre alte Heimat gereist und was haben Sie vorgefunden? Ja, guten Tag erstmal, Herr Franik. Ich komme regelmäßig in die Heimat, insbesondere komme ich gerne nach Hongkong. Das letzte Mal war ich vor 5 Jahren hier. Gerade in unserem Beruf ist es wichtig, am Puls der Zeit zu sein und vor Ort Stimmungen auch der Verbraucher und der Unternehmen aufzunehmen. Und genau deswegen habe ich mich sehr gefreut, bei der diesjährigen Financial Planner Konferenz in Hongkong dabei zu sein und diese Stimmung wahrzunehmen. Das stürmische Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre in China wird nicht gehalten werden können. Das sehen wir, das wissen wir auch. Kann sich das zu einem echten Problem für China entwickeln und damit auch für die gesamte Weltwirtschaft? Das denke ich persönlich nicht, aus mehreren Gründen. Zum einen kann China aus rein realen Gründen dieses Wachstum in Prozent nicht halten. Man darf aber auch nicht vergessen, von welchen absoluten Zahlen wir mittlerweile sprechen. Haben wir vor 10 Jahren gerade mal ein Wachstum gehabt von rund 4 Billionen, sind wir jetzt bei über 14 Billionen. Das heißt, der Basiseffekt hat sich mehr als verdreifacht. Und wenn wir jetzt aktuell über 6,5% BIP-Wachstum sprechen und wir in Deutschland in etwa 1,4-1,5% sehen, dann müssen Sie sich vorstellen, würde China weiterhin mit 8-9% wie in der Vergangenheit wachsen, wäre es etwa so im Vergleich zu sehen, wie würde Deutschland mit 3% PA wachsen. Und das ist nahezu nicht realistisch und ehrlich gesagt auch nicht gewollt von der chinesischen Regierung. China setzt weitreichende Projekte um, vor allen Dingen im Bereich der Infrastruktur, beispielsweise die neue Seidenstraße unter dem Motto One Belt, One Road. Was ist der Plan dahinter? Die chinesische Regierung verfolgt mehrere langfristige Pläne damit. Zum einen sollen damit natürlich der Zugang zu vielen Regionen erschlossen werden, durch Ausbau der Schienen, aber auch der Schifffahrt. Zum anderen ist dieses Mammutprojekt eine enorme infrastrukturelle Investition, sowohl für die chinesische Regierung, für die chinesischen Unternehmen an sich, aber auch für viele Regionen, die daran beteiligt sind. Und ein weiterer Grund ist auch der Einfluss Chinas, der versucht wird, hier auszuüben in Form von Infrastrukturkredite. Es gibt ja eine neue Investitionsbank für China, die Asian Investment Infrastructure Investment Bank, in der China, aber auch unter anderem Deutschland einer der Gründungsmitglieder sind. Und dieser Fonds hat zum Schwerpunkt als Ziel gesetzt, Unternehmen in anderen Regionen, wie eben zum Beispiel sogar in Indien, in Pakistan, Gelder zu verleihen, um sich an diesem Projekt zu beteiligen. Und dadurch sichert sich China automatisch auch Zugang zu diesen Regionen. Das ist wirklich ein Wahnsinnsprojekt. Hat der Westen überhaupt begriffen, was da auf ihn zukommt? Ich habe immer den Eindruck, Europa verwaltet eher und Asien gestaltet eher, visionär. Wie sehen Sie das? Ja, man kann die beiden Länder und die Kontinente auch insgesamt nicht vergleichen. Zum anderen ist China immer noch zentral regierungstechnisch aufgestellt. Das heißt, viele Entscheidungen können schnell von heute auf morgen passieren. Das hilft, um das Wirtschaftswachstum, wenn es darauf ankommt, anzukurbeln, wenn Sie es wünschen, durch gezielte Maßnahmen. Genauso wie wir jetzt aktuell den technologischen Vorsprung Chinas sehen. Die haben ja in den letzten 10 Jahren nicht nur aufgeholt, sondern auch, wie Sie sagen, überholt. In Europa haben wir eine ganz andere gesellschaftliche, aber auch und insgesamt politische Struktur, was zum einen mehr auch erstrebenswert ist. Das wollen ja auch viele, danach streben die auch und insbesondere China. Auf der anderen Seite behindert das natürlich, wenn es darum geht, Investitionen zu tätigen, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen. Und das sehen wir gerade im Bereich der digitalisierten Umwälzung im Moment, Elektromobilität zum Beispiel. Ein Beispiel darf ich Ihnen vielleicht an der Stelle geben. Ich bin vor 2 Tagen nicht weit von hier in Shenzhen einen Tag gewesen und habe mit dortigen Taxifahrern gesprochen. Und da war ich verwundert, dass es per Dekret entschieden wurde, es gibt keinerlei benzinbetriebene Taxen mehr, sondern nur noch Elektro. Und die wurden natürlich subventioniert, aber das funktioniert. Und wir haben seitdem, so sagt mir der Taxifahrer, auch wirklich eine deutlich bessere Luft. Und das sind so klassische Entscheidungen, die in der jetzigen Konstellation China natürlich einen großen Vorteil verschafft. Auf der anderen Seite haben die Chinesen natürlich auch mit den allseits bekannten Problemen zu tun, wie Verschuldung beispielsweise oder auch ganz klassisch dem Fachkräftemangel. Was tut die Regierung, um diese Themen in den Griff zu bekommen?
Ja, sehen Sie, Herr Franek, um auf den ersten Teil Ihrer Frage einzugehen mit der Verschuldung. Chinas Gesamtverschuldung liegt bei gerade mal 51% im Vergleich zu einigen westlichen Ländern wie die EU, die bei etwa 88% liegt, Deutschland selbst bei über 60 und USA bei 100 und Japan gar nicht zu sprechen bei über 200%, ist das vergleichsweise noch sehr moderat. Allerdings sieht es auf der Unternehmens- und auf der kommunalen Ebene in der Tat anders aus. Da wurden in den letzten Jahren massiv in das Wachstum investiert durch Infrastrukturprojekte, die kommunal finanziert wurden. Und da geht China, die Zentralregierung, sehr entschieden dagegen vor, indem sie deutlich die Regularien für die Kreditvergabe erhöht haben, zum Beispiel Eigenkapitalanforderungen der lokalen Banken, aber auch vor allen Dingen die Eigenkapitalanforderungen beziehungsweise auch die eigenen Mittel der Infrastrukturprojekte selber zu erhöhen. Und damit dämmen sie das deutlich ein und die Kredite, man sieht es auch an den Schattenbankenstatistiken, die gehen auch deutlich zurück. Das ist grundsätzlich positiv, von daher sehe ich in der Überschuldung noch nicht die Problematik. Die zweite Frage, die sich anschloss, war ja der Fachkräftemangel. Und hier sieht es so aus, dass China seit Jahren mittlerweile in ihre eigenen Hochschulen sehr massiv Subventionen und Zuschüsse hochgefahren hat. Das macht sich auch bemerkbar. Zum anderen holt China sehr, sehr gezielt Fachkräfte zurück im Ausland. Es wurden eigens in den Großstädten sogenannte Talent Cities installiert und gebaut. Ich war vor 2 Jahren selbst im Rahmen eines Symposiums der Stadt Shanghai eingeladen, um so eins zu besuchen. Das war also schon beeindruckend. Und wenn man sich die Auswirkungen anschaut dieser Bemühungen, dann kann ich das an einer Zahl vielleicht festmachen. Im nächsten Jahr werden voraussichtlich China mehr Ingenieure die Hochschulen verlassen als Europa und die USA zusammen. Und damit denke ich, können wir klar sehen, dass diese Bestrebungen tatsächlich auch zum Ziel führen und die auch erkannt haben, dass Fachmangel unabdingbar ist für das weitere Wachstum. Abschließend, was bedeutet das alles für die weitere Entwicklung der chinesischen Aktienmärkte? Ja, die chinesischen Aktienmärkte darf man grundsätzlich nicht mit der chinesischen Wirtschaft vergleichen, die nach wie vor intakt ist. Die Aktienmarkt bleibt für mich weiterhin sehr interessant, weil auf dem aktuellen Niveau gut bewertet. Nur dürfen wir tatsächlich hier nicht übersehen, wir haben einen relativ kleines Abbild der gesamtchinesischen Wirtschaft, die an der Börse gehandelt wird, die sich in den Indizes widerspiegeln. Wenn ich moderat sage, dann sehen wir, dass die Unternehmensgewinnentwicklung der Unternehmen in China weiterhin konstant ist. Allerdings von der Bewertung sind wir aktuell, wenn wir Shanghai Composite mal als Beispiel nehmen, bei ungefähr 2500 per gestern. Mitte Juni waren wir noch bei fast 5000. Insofern hat das sicherlich auch die Turbulenzen mit dem Handelskonflikt eine Rolle gespielt. Aber wir merken auch, dass diese Indizes oder die Börse in China deutlich schneller und sensibler reagiert auf Geschehnisse. Und das könnte auch eine Chance sein. Gutes Stichwort, gutes Schlusswort. Hinter uns wird nämlich gebaut und gebohrt. Es ist sehr, sehr laut. Geng Junwu war das hier. Herzlichen Dank für die Eindrücke aus Hongkong. Dankeschön. Vielen Dank.